Hallöchen, ihr Lieben. Heute an diesem Sonntag zu Sonntags mit Lillis bekommt ihr ein kurzes, knackiges Video. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ich diese 7 unterschiedlichen Letterings gestaltet und gemacht habe. Was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur ein Blatt Papier und einen Fineliner. Wenn ihr euch aber ein bisschen unsicher seid und vorher noch ein bisschen üben möchtet, nehmt euch auf jeden Fall einen Bleistift und noch ein Schmierpapier zur Hand und dann könnt ihr eigentlich auch direkt loslegen und eure letzten Osterkarten gestalten, denn in 2 Wochen ist es ja schon soweit, dann ist schon Ostern und Ostergrüße sollten natürlich vorher rausgehen, aber man kann natürlich diese kleinen Letterings auch dazu nutzen, um kleine Präsente noch ein bisschen aufzuhübschen mit einem kleinen Geschenkanhänger oder auch einer kleinen Grußkarte. Das könnt natürlich ihr ganz für euch entscheiden. Ich zeige euch heute hier ohne weitere Erklärungen in einem relativen fixen Durchlauf, wie ich diese Letterings hier gestalte und wünsche euch viel Freude beim Zusehen. Wir hören uns gleich nochmal am Ende. So, und da haben wir auch schon alle 7 Letterings in einem kleinen Schnelldurchlauf fertig gemacht. Und wem das jetzt zu schnell ging, der kann sich das natürlich gerne abspeichern und vielleicht nochmal ganz in Ruhe schauen. Man kann bei YouTube hier auch ja ein bisschen die Einstellung verlangsamen, dass es ein bisschen langsamer oder vielleicht sogar auch ein bisschen schneller durchläuft. Oder ihr macht auf dem jetzigen Bild eine Pause, um sie sich vielleicht hier als Vorlage zu nehmen. Das hier ist ein kleiner Teil aus einem geübten Repertoire, den man sich aneignet mit im Laufe der Zeit in seiner Lettering-Erfahrung. Und diese verschiedenen Stile oder diese verschiedenen Arten und Typen von Buchstabengestaltung lassen sich natürlich beliebig kombinieren, lassen sich beliebig auf andere Worte anwenden. Und ja, ich möchte euch damit eigentlich nur einen kleinen Anstoß, einen kleinen Anreiz geben. Die sind jetzt hier auch nicht perfekt ausgearbeitet. Wie gesagt, ihr könnt sie euch auch mit Bleistift vorschreiben. Wenn ihr auf einer Karte mit Bleistift vorschreibt, dann drückt vielleicht nur nicht so doll auf, dass ihr es danach noch leicht wegradieren könnt.
oder ihr benutzt die Technik mit dem Pauspapier, ne, dass ihr hinten ein bisschen mit dem Bleistift schraffiert und es euch da dann nochmal durch abpausen könnt. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kleine Mini-Tutorial heute gut gefallen hat. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude. Ich wünsche euch frohe Ostern, obwohl zu Ostern ja das nächste Video kommt. Ich glaube, beim letzten Video habe ich mich ein bisschen vertan, weil ich da gesagt habe, da ist Ostern schon vorbei. Aber nein, wir fallen mit dem nächsten Video zum Thema Illustration direkt auf Ostern. Ich werde da natürlich ein schönes Video vorbereiten. Vielleicht hat es was mit Ostern zu tun, vielleicht aber auch nicht. Das überlege ich mir noch. Vielleicht wird es aber auch einfach ein einfach herrliches Frühlingsmotiv. Auf jeden Fall wird es was mit Illustration sein. Und wie das ausfallen wird, ja, lasst euch überraschen. Abonniert meinen Kanal, schaltet das kleine Glöckchen ein, damit ihr auch eine Benachrichtigung kommt. Ansonsten jeden ersten Sonntag und jeden dritten Sonntag werdet ihr hier ein Video vorfinden. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, kommt gut in die Woche und bleibt kreativ. Tschüss!